Ahoi Kadojana und herzlich willkommen zu unserer neuesten 400k-Runde. Es geht weiter. Der Sandra im 400k-Club. So schnell schon dabei. Den Club gibt es noch gar nicht so lange. Und wir haben ja ganz oft den Nepalis und Co. vertreten. Aber dass ein Sandra hier mal seinen Weg findet, war jetzt nicht so unwahrscheinlich. Aber habe ich ehrlich gesagt so schnell nicht mitgerechnet. Elektrizitätskekswerk. Alter, was ein Name. Hat uns diese Runde hier eingeschickt. Er ist unterwegs mit Kann nix, wird, trifft nix. Was? Kann nix, wird nix, trifft nix? Und Gene Wegman. Die drei sind unterwegs und wollen den Gegnern Saures geben. Ist natürlich Wettrüsten, dadurch die Daten wieder ein bisschen verändert, keine Frage. Aber trotzdem, die Leistung, die er hier erbracht hat, das macht erstmal nach. Es ist eine 400k-Runde, egal ob Wettrüsten oder nicht. Ich schaffe es nicht, solche gigantischen Damage-Berge in Wettrüsten hinzubekommen. Und ich glaube, der Großteil von euch auch nicht. Ne, da braucht man sich jetzt nicht aufregen. Stalingrad wird unter Beschuss genommen. HE fliegt. Sandra selber wissen wir, auf AP, HE funktioniert beides gut. Wir haben bei den 300k-Club schon mehrmals den Sandra drin gehabt und haben verschiedene Spielweisen gesehen. Mit HE extrem viel Schaden farmen, mit AP unglaublich viele Zitadellen kloppen. So oder so hat alles immer sehr, sehr gut funktioniert mit dem Sandra. Und hier haben wir gesehen, erste Salve, gleich Doppelbrand. Stalingrad kotzt richtig, denn wenn der jetzt nochmal brennt, hat er ein Riesenproblem. Für den ich wundere, dass die Gegner nicht angezeigt werden. Das ist ein Replay-Bug. Momentan sehen wir bloß das eigene Team. Leider nicht nochmal abgefackelt, aber 9000 Damage frontal ist nett. Gegnerische Team sehen wir leider nicht, aber hier auf der Karte seht ihr sie alle. Chabarovs bei den Gegnern, Barlow bei den Gegnern, Daring. Ein U-Boot fehlt noch, die Ds haben wir jetzt alle gesehen. Kongi, Bourgogne, Vermont, Doppel-Vermont, St. Vincent. Eieiei, da sind ja Schlachtschiffe vertreten. Und Stalingrad, ich glaube, du hast ein Riesenproblem. Ist doch immer der, der wollte an der Ecke. Boom! Abgefackelt. Eine Minute Brand. Aber ich glaube, die Torpedos gehen eh rein. Dürfte Geschichte sein. Stalingrad down. Guter erster Kill. Gleich mal so eine Stalingrad rausrotzen. Fetzt doch. 19.000 Damage. Drei Abfackler. Knappe 3,5 Minuten jetzt gespielt. Bisher sieht noch nichts nach einer krassen Runde aus. Chabarovs, die rückwärts fährt. Ist auch nichts Außergewöhnliches. Eine Vermont, die rückwärts wegfährt. Das ist schon außergewöhnlicher. Denn solltet ihr mit der Vermont nicht machen. Lohnt sich gar nicht, allgemein mit euren Schlachtschiffen. Gewöhnt es euch nicht an, rückwärts wegzufahren. Das ist das Blödeste, was ihr machen könnt. In manchen Situationen, wenn du spitz zum Gegner stehst, in der Lenin zum Beispiel, oder in der Vladivostok oder was auch immer, wo du sehr tanky auch bist, kannst du mal rückwärts mit dem Arsch zum Kartenrand wegfahren. Aber sonst bitte immer versucht, kurz ein Risiko einzugehen, dreht weg und fahrt. Geht in eine Kite-Stellung. So wie er jetzt gerade steht, müsste er genau andersrum stehen. Dass er die Geschützrichtung Front hat und den wegfahren könnte. Also die Vermont meine ich jetzt. Unser Elektrizi-Kekswerk macht das hier besonders gut. Er hat die perfekte Kite-Stellung. Das ist bei mir mal die Bezeichnung Kite-Stellung. Er steht so, wenn Beschuss kommt, kann er gleich eindrehen und er kann trotzdem die maximale Hauptbatterie hier nutzen. Noch das Schöne ist, in diesem Winkel, die Gegner, dass sie bei euch groß Damage machen, ist schon recht unwahrscheinlich. Dafür müsste RNG, müsste Zufall schon ordentlich reinkloppen. Kann alles passieren, keine Frage. Aber die Vermont kriegt gerade deutlich besser auf die Fresse als er hier. Aber Vermont gibt jetzt Gas und dreht ein. Das wäre jetzt ein AP-Moment. Da wäre AP jetzt schöner, aber Vermont hatte gelöscht. Doppelbrand tickt jetzt. 14.000 Damage so schon gedrückt. Nee, hat gar nicht gelöscht. Jetzt hat er gelöscht. Hat er nicht gerade gebrannt und er hat gelöscht? Oder habe ich gerade einen geistigen Auswärtsweg gehabt? Komm gerade direkt aus dem Urlaub. Fuck, krieg schon Sachen nicht mit. Aber Vermont relativ lange immer den Schutz an. Dürfte noch ticken, oder? Müsste im Moment aus sein? War noch nicht aus. 16.000 Damage gedrückt. Mit HE. HE. Wahnsinn. Einfach nur Wahnsinn. So, die krassen 8 Kilometer Torp an die Sub-Bewaffnung. Wer sind die Dinger? Wasserbomben, Luftschlag. Also 6 Kilometer sogar bloß. Krasse 6 Kilometer. Da kann man so einen Sub schon mal erschrecken. Und Vermont, ich habe gehört, du brennst nochmal. Er brennt nicht. Er brennt einfach nicht. Trotzdem 8000 Damage gedrückt. Wunderschön gerade zu sehen bei der Vermont. Sehr, sehr weiches Schiff. Was der von HE hier für einen Damage kassiert. Er schießt hier nicht AP. AP hätte sich auf der Breitseite sehr rentiert. Das hätten 30.000, 40.000 sein können. Aber er spielt hier gerade komplett auf Abfackler. Und ganz ehrlich, beide Spielstile. Ein bisschen zu hoch. Beide Spielstile funktionieren bei diesem Schiff. Er selber hat es auch geskillt hier. Ne? Spiel mit dem Feuer. Jedes Mal, wenn er brennt, selber, dass die Nachladezeit noch hochgeht. Also, er möchte abgefackelt werden und er fackelt ab. Das ist hier sein Credo, das ist hier seine Devise. So, Chabarovs wird natürlich ignoriert. Den auf der Entfernung zu treffen, ist eh nahezu unmöglich. Und er brennt endlich. Schön. Vermont, 9000 gefressen und abgefackelt. Der Schiegen-Lore, der hat ein Problem.
Der hat ein richtiges Problem. Drüben Team Grün gibt alles. Oh. Haben wir hier den. Oh Mann, der Kriegsfing gerade zu sehen. Wenn man gerade hier bewegt. Der Chicken Lore hat ein Problem. Team Grün hier drüben versucht wieder alles irgendwie zu krepieren. Umzukrepieren, um die Runde noch wegzuschmeißen. Aber muss man auch dazu sagen, da war eine ganz schöne Übermacht da. Da waren eine Menge Gegner da. Sie waren selbst zu dritt oder zu viert. Und 2, 4, 5 Leute sind da und das sind nur die, die wir gerade sehen. Das andere U-Boot müsste auch noch da drüben sein. Mal gucken. Flachschiff da ist schon gestorben. Die St. Vincent ist schon down. Feindliche U-Boot. Ach, der ist sogar da gestorben. Ein U-Boot lebt noch, ne? Genau, beide leben noch. Eins fehlt noch, ein U-Boot. Ich weiß nicht, wo das andere ist. Müsste hier auf der Seite irgendwo sein. Das ist die Shabba wieder. Feuer! 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 Jetzt Feuer! Oh jo! Da kommen die Torps. Leute, ist genau vor ihm. Ticken weiter, ein Ticken dahinter. Mal gucken, ob das U-Boot hier gerade zufährt oder ob er jetzt bloß so einfach vorbeigefahren ist. Und Bomben treffen nicht. Bomben treffen. Flächenschaden, er hat ihn sogar erwischt. Nice. Das ist schon mal gut. Lol, genau neben ihm. Aber wirklich punktgenau. Ja, lol. Wow, what the fuck, dachte ich gerade. Was ist denn das? Die Scheiße, hier direkt am Schuh. Seht ihr das? Hier latscht draußen über eine Wiese oder irgendein Hund hat da hingekackt und seid reingelatscht. Genauso fühlt sich das an. Genauso. Dann hast du den Mist genau an dir kleben und kriegst es nicht mehr ab. Aber, oh, 25.01, du bist richtig. Direkter Treffer, schöne 6.000, 5 bis 6.000. Nice. 10 Sekunden kann er wieder droppen. Bei 3 Schlachtschiffen nebeneinander hat die U jetzt eh ein Problem. Wir sind die Hydro-Reichweite vom Kurfürsten gefahren. Kurfürsten macht ihn auch unter Wasser auf 2 Kilometer auf. Thanks for the help. Plymouth jammert rum. Plymouth am Jammern. Und natürlich tot. Natürlich. Und U-Boot weicht noch aus. Auch kein Flächenschaden, nein. Hat es geschafft, irgendwie auf der Stelle einfach zu drehen wie so ein Panzer? Yes, hunting a sub was very important. LOL. Okay, alles klar. Ignorieren wir mal. Er hat gerade geschrieben, dass das U-Boot-Jagen wohl interessanter war, als ihm zu helfen. Und ganz ehrlich, ja, es ist interessanter, weil das U-Boot selber greift einen hier an. So, schön. Schabaros down, schöne Salve. Rufus hat nochmal ordentlich gefressen. U-Boot ist jetzt auch Geschichte. Und jetzt sieht es doch ganz gut aus. 2, 4, 6, 7. 8. Wo fehlt dir noch einer? 2, 4, 6, 8. Achso, ich habe ihn selber nicht mitgezählt. 8. Okay. 2, 4, 6. Dann geht immer nur noch 7 sein. Die müssten, genau, sie haben beide U-Boote down. Müssten alle sein. 8 versus 7. 127.000. 10 Minuten noch zu spät. Derzeit sieht hier noch nichts nach 400k-Runde aus. Hier sieht es noch nicht mal nach 300k-Runde aus. Das hier mit Sandra, bisher kriegen wir alle hin. Da ist wirklich nichts dabei, wo ich sage, uiuiuiui. Das ist einfach nur geile gegnerische Schiffe, alle schön weich. Abfackler sitzen, so macht Spaß. Damage tickt hoch. Damage tickt hoch, ohne Ende. Boom, 6000 abgefackelt. So, seine Leistung jetzt hier natürlich nicht schlecht machen. Ich will sie nicht schlecht machen. Aber im Großen und Ganzen wollte ich bloß sagen. Das kriegen wir in Sandra bisher noch alles hin. Bisher sieht noch nichts danach aus, dass das hier nach eine extreme Runde wird. Au! 17.000 von der Vermont. So sieht es denn aus, wenn die Vermont mal zurückballert mit AP. Aua. So, abgefackelt. Nein, leider nicht. Schade. Yoshino ist down. Maroi ist down. Die Marul. Daring immer noch volles Leben. Dein Hayate-Kumpel hat jetzt hier natürlich ein Problem. Der muss noch 30-40%. Salve sitzt. Daring bleibt aber stehen. Bisschen zu weit. Ja, bei gibt Gas. 2 Treffer. Immerhin 4000 Damage. Immerhin. Das war gut. 4000, das saß. Nein! Und Chicken Lore zugeschlagen. Siehst du, da rächt sich, dass er von keiner P geschossen hat. Hätte er P geschossen, wäre die Vermont wahrscheinlich schon down. Aber dann wäre es vielleicht auch keine 400k-Runde geworden, muss man dazu sagen. Das muss man natürlich dann auch dazu sagen. Torpedos behind. Torpedos to the right. Ah, Torps, geh nicht rein. Wobei, einer ist okay. Zwei, eine. Ah, Gott. Lenk ein. Boom. Nochmal 33.000 gefressen. Autschi-bautschi. Das tat richtig weh. Bourgogne schreibt, lol. Iho. Was ist mit ihm? Und down. Schön. Vermont, endlich Geschichte. Aber langsam tut es hier ganz schön weh, die ganzen Salven. So langsam tut es ganz schön weh. Die 33.000 hätten nicht sein müssen. Ich meine, er hat noch 40.000, er kann auch noch mal heilen, kommt hier auf 60.000 hoch. Aber das hat ganz schön weh getan. Eieieiei.
Hallöchen, Bourgogne. Wäre ein schöner AP-Moment. Ein sehr schöner AP-Moment. Aber hier wird mit HE geballert. Wie gesagt, mit diesem Schiff. Boing! 17.500. Kann man mit HE auch extremen Schaden machen. Es ist nicht mal sicher, ob er mit AP jetzt mehr gemacht hätte. Klar hätte das jetzt auch dreifach Zita sein können und Bourgogne weg. Hätte aber genauso gut den Abpraller an den Türmen sein können oder sonst was für Witze. Er hat gerade fast 20.000 Alpha-Damage. Einfach so mit der Hauptbatterie gemacht. Das ist Irrsinn. Das ist einfach nur Wahnsinn. Dieses Schiff hier, der Sandra. Also wer die noch im Hafen hat, Glückwunsch. Ihr habt eins der stärksten Schiffe im Spiel im Hafen. Ein Monster. So, 200k geknackt. Die Hälfte haben wir schon. Von den 400k. Der hat ja sogar noch weit mehr als 400k, muss man noch dazu sagen. Ja. Bisher die Gegner sehr verhalten. Eigene Team stürmen nach und nach weg. 2, 4, 6 haben wir jetzt noch. Halbe Team noch da. 2, 4, 6, genau. 1, 2, 3, 4, 5 bei den Gegnern. Bourgogne ist down. Edo Pavlos soll da oben noch irgendwo sein. Hm. Derzeit übrigens Nachladebuff plus einmal eingesammelt und Damage Buff auch plus einmal. Ist jetzt nicht so, dass er hier dauerhaft mit beiden Dreifach-Buffs rumläuft. Momentan haut es noch gar nicht so doll rein. Er ist bei 19,2 statt. Ich weiß gar nicht, was Standard ist da. 22 oder so. Durch Adrenalinrausch natürlich jetzt auch gerade ein bisschen runtergesetzt, noch zusätzlich. Mal gucken. 7,5 Minuten noch zu spielen. Maulchen Konki. Beim Konki mit HE lässt sich natürlich extrem viel Schaden farmen, wenn der Konki ordentlich gegenhält. Wenn man einen Conqueror wirklich töten will, schießt du kein HE, den schießt du AP. Aber rein, wenn es um den Schaden geht. Boah, dreifach Brandzucker. Alter Schwede. Und was eine Salve. 18.000 oder so hat er gerade gedrückt. Wenn es rein um den Damage geht, wenn du den Damage pushen willst, dann kommt immer HE schießen. Der heilt das alles weg ohne Probleme. Der kann jetzt auch 20.000 runterbrennen. Der kann sein Schiff nahezu komplett wieder hochheilen. Einfach Wahnsinn. Und Salve sitzt und auch abgefackelt. Was hat er für einen Lack hier? Elektrizi-Kekswerk. Muss ich umbenennen in Feuerwerk. Meine Fresse. Wie viel Abfackler schon? 89 Treffer, 16 Abfackler. Als Schlachtschiff. Klatsch. Jetzt war Schutz an, der lief jetzt noch. Vermont hat den einen Brand nämlich ausgemacht. Jetzt wäre es für ihn optimal, wenn er nochmal schießen könnte, wenn er die Salve jetzt hier ausnutzen könnte. Kann er auch. Salve geht raus. Und jetzt muss es sitzen. Jetzt ein einfacher, zweifach, dreifach Brand. Das wäre jetzt genial. Weil den tickt das ohne Probleme hoch. Und natürlich hat er Glück. Boah, Alter, 15.000 oder so hat er so schon gedrückt. 284.000. Rein nur mit HE. Er hat nicht einmal bisher AP geschossen. Oder ich war geistig um Nacht und hab's nicht gesehen. Wahnsinn. So, da sieht Daring wieder. Er macht das doch schön hier. Nutzt die Inseln. Er bleibt zu. Er lässt sich hier gar nicht spotten. Er lässt die Brände durchticken. Die Nachladezeit davon nimmt er natürlich noch mit. Kommt hier jetzt auf chillige 17,9 dadurch. Ach, siehst du, das ist durch den Brand, was ja auch noch. 18,8 hat er jetzt nochmal. Knapp eine Sekunde. 0,9 Sekunden weniger eben dadurch. Guck mal, er heilt auch noch gar nicht. Er heilt die Strukturpunkte nicht. Er könnte jetzt heilen. Er kann das Maximum aus. Und er heilt. Okay, alles klar. Er hat es bloß noch nicht gesehen gehabt, vielleicht. Ich dachte, er heilt nicht, um die Nachladezeit noch maximal zu nutzen. Weil jetzt, umso mehr er heilt, umso höher ist jetzt halt auch seine Nachladezeit wegen Adrenalinrausch. 19,2. 19,3. Geht dadurch halt auch hoch. Muss man in meinem Hinterkopf behalten. Das war richtig, hier schon zu heilen. Bullshit Class. Okay. Und wieder abgefackelt. Ein Treffer, ein Brand. Ganz normal. Kennen wir. Kennen wir. Weißt du, wenn ich den Sandra spiele, oder die gute Sandra, wie wir immer sagen, dann rotze ich den Gegner 4 Abfackler mit einer Salve rein, ohne Probleme. Danach löscht der, am besten noch so ein Kurfürst oder so, und dann kann ich den 6, 7, 8, 9, 10 Salven raufballern, der brennt nicht einmal mehr. Scheißegal, wie viel ich da treffe. Das ist schon so oft vorgekommen. Der Brand tickt. 316.000. 400k in greifbarer Nähe. Sorry, wenn man das gehört hat. Trink gerade einen Kamillentee. Komme frisch aus dem Urlaub, frisch von Rügen zurück. Aber hab mich ein bisschen erkältet. Hab so ein bisschen kratzigen Hals, darum trinke ich gerade den Bike Kamillentee. Möchte euch sprechen, hier will ich andauernd husten und da süffel ich lieber den Tee dann mal weg. So, Konki, und jetzt gibt's richtig. Da, Kobrax hat ein Problem. Abgefackelt, 8,9 wieder gedrückt. Alter, was für Salven. Was für reine Schadenssalven. Irre. Er könnte auch jetzt mit AP schießen. Er könnte frontal mit AP jetzt hier auch unglaublichen Schaden machen. Keine Frage. Und es geht tatsächlich in die Richtung, wie ich mir schon dachte. Er farmt hier den Konki gerade ordentlich ab. Der Dark Kobrax aus dem PZK-Clan, der wird gerade richtig kotzen. Wobei, wahrscheinlich würde er sich noch denken, ach, eh nicht so wild. Also ein Sandra, den darfst du halt nicht unterschätzen, ne?
Ihn darfst halt nicht unterschätzen. Er könnte theoretisch ein paar Stücken ein bisschen vorfahren und den Nachladebuff einsammeln. Da wäre ich jetzt schon längst hin unterwegs und würde den holen. Heilung hat er genug hier. Die tickt ja jetzt auch durch die eingesammelte Buff noch hoch. Und Konki frisst nochmal. Bam! 8,9 wieder rein. Alter, was ein Schaden! 360k. Fast in greifbarer Nähe hier die 400k-Runde. Fast in greifbarer Nähe. Da wieder raus. Konki hat wieder gelöscht oder ist abgelaufen? Mal gucken. Kommt noch so ein Tribbelbrand hier. Hat mir erst einen die Runde. Nochmal abgefackelt. Alter, 11.000. Mehr sogar. 3, 8, 9 und 2, 3 oder so waren das, ne? Wahnsinn, Wahnsinn. Was ein Schaden. 374.000. Und auch das wäre wieder eine schöne AP-Salve. Ich gehe damit, keine Frage. Wir sind hier gerade am Gewinn. Sie cappen nicht durch. Vielleicht geht es ihm auch gerade darum, hier rein, nur auf den Schaden, um einfach einen schönen Schadensrekord hinzulegen. Gehe ich absolut mit. AP wäre hierzu. Er weiß das, glaube ich, auch selber. Er weiß das, glaube ich, auch selber, dass AP sinnvoller wäre. Aber rein die Runde hier noch verlieren. Eigentlich eher unwahrscheinlich. Wäre Mont da hinten kaum noch leben. Mit Konki 30.000. Sonst ist bloß noch die Sau da hinten. Die Idee haben sie nicht mehr. Wir haben das U-Boot noch. Wir haben zwei U-Boote noch. Die Gegner haben keine Schnitte mehr. 400k durchbrochen. Der Wert, das sieht so surreal aus da oben. 400.000. Weißt du, manchen Runden bin ich froh, wenn ich 400 da stehen habe. Aber 400. 31.000. Ja, ein bisschen zu doll breitseitig gezeigt. Von der schönen Kitestellung war jetzt nichts mehr zu sehen. Er ist halt auch stehen geblieben. Wenigstens immer ein bisschen in Bewegung bleiben. Stehendes Schiff kann jeder perfekt treffen. Konki heilt wieder. Konki heilt wieder hoch. Bin mal gespannt, wie viel Schaden er insgesamt auf dem Conqueror nachher gemacht hat. Wir kommen jetzt hier. Tribbelbrand. Lass es passieren. Lass es passieren. Schade, nur ein Brand und nur 12.500 Schaden. Verflixt. Blöde Salve. Ärgerlich. Wir gehen auf die 500k zu, meine Freunde. Diese Runde hat hier echt Potenzial, die erste 500k-Runde zu werden. Aber sie geht bloß noch 1 Minute 30. Abgefackelt. Konki brennt wieder. Der hat auch nicht mehr so viel Leben. Sau eiert da hinten irgendwo rum. 434.000. 22 Abfackler. Mit Vernichter bekommen die Runde schon. Oh, das hätte ja gar nicht. Das ist ja. Wer hätte damit gerechnet? Wahnsinn. Und Konki ist nochmal. 4-4. Wäre vielleicht AP besser gewesen, um den Kill vielleicht noch zu machen. Und er hat gelöscht. Er hat gelöscht. Wir sind noch nicht abgelaufen. Er hat gelöscht. Schutz müsste langsam aus sein. Salve geht wieder rüber. Konki versucht alles, um irgendwie am Leben zu bleiben. Nach wie vor ein Nachladebuff und ein Damage-Buff. Boom! Doppelbrand. Schön. Und der tickt durch. Der tickt durch. Letzte Minute zu spielen. Die letzte Minute läuft an. Saab kann er leider nicht mehr treffen. Konki kriegt jetzt noch eine Salve. Einen könnte schon wieder, macht aber nicht, weil er die Nachladezeit maximal nutzen möchte. Und ich würde mal sagen, der Konki ist down. Und Batsch hat da Brandstifter. Nice. 464.000 Damage. Und jetzt ist die Sau da leider hinter. Aber auch die hätte nicht mehr genug Leben, um die 500k zu erreichen. 464.000 Damage. What the fuck? Buff eingesammelt. Yeah, noch ein Heilbuff. Team hat echt nicht durchgekappt hier. Wollte nicht durchkappen. Oder wurde weiterhin noch beschossen die ganze Zeit. Kann natürlich auch sein. Aber ich würde mal sagen, Wahnsinnsrunde. Wahnsinn. Wunderschön gezeigt, wie man mit HE wirklich abartige Schadenswerte erreichen kann. Klar, braucht keiner in den Kommentaren schreiben. Wie gesagt, das weiß er auch selber. Elektrizitätskekswerk kann sich das schon denken, dass AP bestimmt der einen oder anderen Situation besser gewesen wäre. Aber rein, wenn der Sieg schon sichtbar war und du siehst solche Damage-Werte da oben und denkst bloß, komm, ich farm die weiter mit HE ab. Ich guck mal, was ich hier erreichen kann. 464.000 Schaden. Wow. Und Wettrüsten hat er nicht doll mit eingewirkt. Klar, er hat ordentliche Salven gefressen. Ohne den Heilbuff vielleicht wäre er auch draufgegangen. Aber den Nachladebuff und der Schadensbuff, da hat er jeweils bloß einen gehabt. Also nicht mal annähernd so doll mit beeinflusst, wie wir eigentlich dachten am Anfang. Dreadnought bekommen. Quatsch, Großkaliber bekommen, Dreadnought bekommen, irgendein Divi-Erfolg. Unterstützer bekommen, Brandstifter bekommen, Vernichter bekommen, irgendein Divi-Erfolg. Wahnsinn, 24 Abfackler, 3 Kills, 464.000. Nur mal so. Ich hatte jetzt mit einem U-Boot letztens, hatte ich irgendwie 100k Damage und bin bis im Kreis gefahren, bis Spotting Damage und hatte 3300 Grund-DP. Da hatte ich nicht mal an, ich war nicht mehr in der Nähe von solchen Werten hier. Jetzt überlegt mal, jetzt stellt euch mal eine Zahl vor so im Hinterkopf, wie viel Grund-IP hat er jetzt hier erreicht? Mit meinem U-Boot 3300 damals, wo ich wirklich bloß, weiß ich, 180k Spotting Damage hatte und irgendwie 100k Schaden so gemacht. Wie viel hat er jetzt hier wohl?
5000, 6000, 7000 Grund-EP. Wir gucken nach. Upp. 3400, yeah! Schönes Beispiel dafür, dass die U-Boote derzeit völlig bekloppt belohnt werden. 3400 Grund-EP. Ich habe ihn viel mehr gewünscht. Warum ist das so wenig? Weil keine Caps dabei waren, die er groß hätte holen können. Das beeinflusst die Entwertung hier mal extrem. Alles hier mit 5000 aufwärts wurde meist immer gemacht, denn entweder durch U-Boote oder durch DDs, die dann irgendwie noch gecapped haben ohne Ende. U-Boot selber 3 Kills hier untergemacht, 2,6. Dann sein Kumpel in Montana 2000. Sein Hayate-Kumpel leider nur 1,7 im Mittelfeld hier. Aber der hatte Pech, dass die Dings ihn da so doll erwischt hat, die Vermont. Sonst wäre er da auch noch weggekommen. Das ganze Team hat super gespielt, alle gut dabei, bis 1,5. Der Viertletzte hat 1,5. Da träumst du ja von normalerweise, wenn du spielst. Dass dein Team, sie sind manchmal ein bisschen froh, wenn der erste 1,5 überhaupt erreicht. Geil, so muss sein. Konki auch ganz oben. Und jetzt gucken wir mal. 208.000 Schaden allein beim Conqueror gefarmt. Wahnsinn, Alter. Durch die Brände alleine, 24 Brände, 157.000 Wassereinbrüche beim U-Boot waren das hier. 157.000 Schaden durch die Brände. Er konnte optimal die Brände nonstop oben halten. Und niemand sonst hat ihn da reingefuscht und das waren alles seine Brände. So wäre das, wenn HE nicht komplett Meta wäre und nicht jeder mit HE rumrotzen würde. Wenn du mal eine Runde ganz alleine der wirklich daddeln kannst und alle anderen AP schießen, Torpen oder whatever und du chillig mit HE farmen kannst. Vermont 139.000, Shabba 3,7, Vermont 51.000, Bukonia 28.000, Stalingrad 19.000 und so weiter und so fort. Spotting Damage 1,6 Millionen weggetankt, Spotting 26.000 und sonst gibt es hier nichts Interessantes. Insgesamt gefressen hat er 154.000, ist jetzt auch kein abartiger Wert. Hätte man mit Heilung und Co. vielleicht auch so hinbekommen, ohne Wettrüsten. 991.000 plus gemacht, Kreditspunkte Boost hatte er plus 40% und Bonuspaket hat er sogar, nee, ist ja beim Sandra Edruf, dadurch nochmal 50%. Ne, knapp 1 Million hier plus gemacht. Das ist seine Skillung, damit ist er unterwegs. Nee, sei Skillung. Skillung kommt aus seinen Module, sehen wir hier. Grüne Pony hat er drauf gehabt. Signale hat er auch nicht alle mitgehabt. Sphäre Mike würde ich noch empfehlen beim Sandra. Das lohnt sich da, den Geschwindigkeitsboost mitzunehmen. Bei dem hier, das würde ich auch noch sagen, unbedingt mitnehmen, um einfach die Heilung schnell ready zu haben. Aber so hat er gut funktioniert. Bei den Einbauten ist nichts Besonderes dabei. Wobei doch. Warum hat er das hier verbaut? Hier hat er nicht für die Hauptbatterie, falls die ausfallen. Hier hat er die Flak und Co. verstärkt. Flak und Sekundäre mehr Leben, damit die nicht so oft ausfallen. Okay. Das ist interessant. Beim Sandra selber ist die Hauptbatterie ja eigentlich bloß so wirklich interessant, weil... Entschuldigt. Wir haben defensives Flakfeuer eh dabei. Skillungstechnisch sieht gut aus. Das sieht gut aus. Da hat er 1.21er hat er. Hier 1.123. Hier hat er alle drei mitgenommen. Hier hat er den sogar mitgenommen. Das ist interessant und den hat er mit. Ich würde dir empfehlen, irgendwie noch die Tarnung mit einzubauen. Beim Sandra selber, gut, du hast sehr viel gesniped, du hast weiter von hinten agiert. Beim Sandra selber, der hat einen guten Tarnwert. Mit Tarnung ist Skill noch, wenn man den mitnimmt, kommst du auf einen richtig, richtig geilen Wert. Du kannst in gewissen Sachen auch mal überraschen und gehst auch mal wieder zu, auch auf höhere Entfernung. Aber sonst, ich meine, du hast 464.000 Damage hier gerade gedrückt. Was rede ich überhaupt, ne? Was rede ich? Was ich dir auf jeden Fall, also Elektrizie-Kekswerk, erstmal vielen lieben Dank, dass du uns die Runde hier eingeschickt hast. Hammergeile Runde, was ich dir wirklich empfehlen kann. Schieß mal mit AP. Ich habe sie schon rausgesehen, ich habe schon genug Runden gesehen. Du bist hier gezielt auf Schaden gegangen. Du wolltest hier einfach bloß den Wert mal abartig hochkloppen. Und mein Gott, macht auch, funktioniert wunderbar. Die Gegner sind alle gestorben, ihr habt gewonnen, was willst du mehr? Insgesamt kann ich dir aber sagen, bei der Vermont und auch bei der Konki, beim Konki waren mehrere Situationen dabei, wo du mit AP situativ locker 20, 30, 40, 50.000 Damage hättest machen können. Ihr hättet natürlich nicht solche abartigen Werte hier bekommen, aber Konki und Sandra wären früher gestorben. Beim Sandra bei dem ersten, da hätte dein Kumpel vielleicht sogar noch überlebt. Und beim Konki selber nachher war es eigentlich egal. Beim Sandra wäre es aber wichtig gewesen, auch mal AP zu schießen, gerade wo der eingelenkt hat. Wenn man nur knappe 20 Sekunden Nachladezeit hat und du siehst, der fängt ein anzulenken und Breitseite zu zeigen, gleich umladen, das schaffst du locker, denn wirklich den umzuladen auf AP. Du hattest ja sogar das schnellere Umladen mit hier den Skill. Ne, das einfach mal zu Gemüte führen, sonst war alles Bombe. Wunderschön mit der HI reingekloppt. War natürlich jetzt auch von den Gegnern sehr gutes, nicht gutes Spiel, sondern sehr gute Schiffe dabei, die halt durch leicht gepanzerte Schiffe, die durch HI so schon extrem viel Schaden fressen. Wären jetzt viele Kremlins und Co. dabei gewesen, hätten wir nicht mal annähernd solche Werte. Aber Vermont, Konkis und was ist ja nicht alles rumgefahren und Bugonia auch. Alle sehr weich. Macht Spaß.
Elektrizi-Kekswerk. Vielen Dank fürs Einschicken. Wenn ihr selber mal so krasse Runden hinbekommen habt, meine Freunde, an teamgrado@googlemail.com eine E-Mail schicken mit dem Replay, mit den Screenshots, kleine Beschreibung dazu. Und dann seid ihr eventuell auch bald bei uns hier auf dem YouTube-Channel. Versprechen kann ich es nicht, aber ihr seid in der Schublade für mögliche Replays. Meine Freunde, ab in die Kommentare, schreibt mal alle, wow, Alter, was eine geile Runde. Und wie gesagt, mit seinem HE-Gespiele hier, AP-Situation, habe ich jetzt schon erklärt, braucht ihr nicht alle nochmal machen. Aber ihr könnt ihn auf jeden Fall mal beglückwünschen für solch einen abstrusen Schadenswert, den wahrscheinlich 99,9% der Spieler niemals irgendwie erreichen werden. Mein höchstes war 355k mit der Schlieven, in Ranked aber, muss man dazu sagen. Aber das ist so selten, dass man über 300.000 wirklich kommt. Da braucht man unglaubliches Glück. Und über 400.000 ist so abstrus extrem. Er ist ja fast bei 500k, dass ich da einfach bloß sagen kann, geil gespielt. Haut rein, bis zum nächsten Mal, zur nächsten 400k-Runde. Jetzt in der Woche haben wir noch ein paar andere 400k-Runden, auf die ihr euch freuen könnt. Ich will aber nichts spoilern. Bewertet nicht vergessen, fleißig kommentieren. Und haut rein, bis zum nächsten Mal. Teilt das Video auch gerne euren Freunden und zeigt ihnen mal, wie man mit dem Zandra den Gegnern so richtig Feuer und den Hintern machen kann. Haut rein.